Jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir zu einer jungen Frau, die hat dieses Buch hier geschrieben. Es heißt Seitensprung, Treue-Tester decken auf. Was sich in diesem Buch lesen lässt, das wird sie uns jetzt erzählen. Bitte begrüßen Sie noch mal ein paar Pamela oder Pamela. Pamela Obermeier. Frau Obermeier, Pamela oder Pamela? Pamela. Pamela, okay. Wir wollen es nicht übertreiben. Ja, das Buch heißt Seitensprung, Treue-Tester decken auf. Was lernt man in diesem Buch? Wie man besonders gekonnt einen Seitensprung verdeckt oder wie man ihn ausführt? Alles, beides. Man lernt vor allem darüber, wie es mit den Treue-Test-Agenturen ausschaut. Also was gibt es, Treue-Test-Agenturen? Ja. Richtige Agenturen? In Deutschland boomen die. Wir in Österreich sind da ein bisschen verklemmter. Sie kommen aus Österreich? Ja. Ach, tut mir leid. Kann man nichts machen. Ich habe schon zuerst gesehen, hier sitzen, glaube ich, mehr Leute, als Österreich Einwohner hat. Macht ein bisschen Angst und Respekt. Ja, nicht ganz. Aber geht so. Aber fast. Das boomt, oder was? In Deutschland, ja. Wie funktioniert also, das genau? Wie funktioniert das genau? Irgendjemand ist skeptisch, dass der Partner fremdgehen könnte. Ach so, okay. Beginnt zu schnurken, wie man bei uns sagt, also zu schnüffeln im Handy und in den E-Mails und merkt irgendwann einmal, das ist vielleicht nicht die beste Idee, ich wende mich an eine professionelle Treue-Testagentur. Und die macht dann was? Und die macht dann unterschiedliche Dinge, es hängt vom Budget ab, ob es jetzt entweder einen SMS oder einen Chat-Lockvogel gibt oder dann einen persönlichen. Ach so, das heißt, die werden sozusagen angelockt. Genau. Das heißt, Sie gehen hin, haben Sie das auch mal gemacht? Ganz böse, ich habe es zu Recherchezwecken auch gemacht. Zu Recherchezwecken? Ja. Wäre ich jetzt eine echte Treue-Testerin, müsste ich meinen Job werden. Und haben dann, sagen wir mal, verheiratete Männer verführt. Na, verführt wäre ein bisschen... Nee, aber geil gemacht. Zu viel. Wie weit gehen Sie da? Wann ist denn der Treue-Test bestanden und wann nicht? Also, wenn er sagt, okay, knutschen, okay? Um Gottes Willen, das wäre viel zu weit. Ach, das wäre zu weit? Nein. Also es muss Wie weit im sind Vorfeld, Sie denn immer gegangen? In dem Moment, wo der Typ signalisiert oder ganz eindeutig sagt, er würde gerne mitgehen, reicht das. Ach so, okay, Sie also, sind also nicht bis zum Vollzug nein, dabei ich bin gewesen, ja kein Callgirl. Ja, hätte ja sein können. Das hätte ja sein können, na klar. Ja. Mit dem Vornamen hätte ja sein können. Ja, mit dem Nachnamen auch. Ja, stimmt. Uschi Obermeier, stimmt. Oh ja, Pamela Obermeier. so, okay, und das ist dann aber auch schon ein Beweis? Das kommt drauf an. Manchen Leuten reicht es als Beweis. Es ist ja auch die Latte von bis, wo ist Treue und Untreue? Super Versprecher. Ist ja ein breites Feld, wollte ich sagen. Ja. Also manche würden ja erlauben, dass der Partner mal rumknutscht und wer anderer möchte, dass der nicht mal an jemand anders denkt. Das heißt, das ist aber das ja, können Sie nicht rausfinden, ob er an jemand anderes denkt. Nein, die Gedanken sind frei immer noch. Ja. So ist das ist der Punkt. Also dieses Buch ist also sowohl für die einen als auch für die anderen. Ja, also es ist eigentlich ein unterhaltsames Schmökerwerk, sage ich mal. Okay. Ein Sachbuch mit Augenzwinkern. Wir haben ein paar Tests reingepackt, ein paar Checklisten. Tests? Also wie gut ist mein Pokerface? Okay. Könnte ich einen Seitensprung verzeihen? Okay, wenn Sie also nach Hause kommen und Ihr Mann fragt Sie, und, na, hast du mit dem Chef, und ja. Sie sagen dann, nein, genau. Nein. Ja, Frauen sind da ja besser. Dann würde es auffallen. Wie machen wir es denn am besten? Man kommt nach Hause. Oder? Bitte? Das Verbergen oder ja, den Seitensprung an sich? Ich frage Sie jetzt, Sie haben doch mit dem Typen vom Verlag, oder? Haben Sie doch bestimmt mal, sag ich mal, auch mal fünf gerade sein lassen, oder? Das reicht schon? Das reicht es. Es kommt jetzt drauf an. War es überzeugend? Keine Ahnung. Ja. Dann, nachdem ich im echten Leben ja Verlagsleiterin bei Berger bin, wäre das natürlich ein Interessenskonflikt, wenn ich beim Goldeck-Verlag dann irgendwie unanständige Sachen gemacht hätte. Sind es mehr Frauen oder mehr Männer, die solche Seitensprung oder wie heißt das, Treue-Testagenturen in die Verantwortung nehmen? Hält sich tatsächlich die Waage. Also genauso wie beim Seitensprung auch 50-50. Muss man das denn überhaupt wissen? Ist das überhaupt gut?
Für eine Beziehung? Das kommt drauf an. Also für Leute, die davon ausgehen, dass Treue ein wichtiger Wert in der Beziehung ist und die den nachher schmeißen wollen, ist vielleicht ganz wichtig, es zu wissen. Ah, okay. Es gibt natürlich auch den Typ, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß und ich schaue nicht hin, aber irgendwann brodelt es dann trotzdem unter der Oberfläche, haben wir festgestellt. Ja. Zu was man Anlass schenkt und so wo am besten? Zu Weihnachten, zum Geburtstag, ja, zum Valentinstag vielleicht. Zum Valentinstag? Ja, warum nicht? Oh, tolles Geschenk. Ja, ist ja bald wieder Valentinstag. Können Sie mal hier, Seitensprung. Wenn Sie das Ihrer Frau einpacken, da freut sie sich bestimmt zum Valentinstag. Macht sie auf und sagt, oh, Seitensprung, tolle Tester decken auf. Toll, danke, Schatz. Es ist wirklich ein Geschichtenbuch. Ja. Es bedient den Voyeurismus, den wir alle in uns tragen. Weil echte Treuetester aus ihrem Nähkästchen geplaudert haben und wir sehr unterschiedliche Geschichten. Mit Namensnennungen oder? Mit Namen, die nicht echt sind. Mit Namen, die nicht echt sind, aber die Sachen sind da wirklich passiert. Was ist das, das Verrückteste, was da passiert ist? Das Verrückteste war, glaube ich, am Münchner Oktoberfest, wo eine Dame, die kurz vor der Eheschließung stand, ihren Mann noch mal überprüfen lassen wollte. Und der Lockvogel kam gar nicht zum Einsatz, weil der hat schon mit drei anderen Weibern rumgemacht. Also das war dann... Der Lockvogel? Der Lockvogel musste gar nichts mehr tun, er musste nur dokumentieren mit der Kamera, weil der Bräutigam im Spee eh schon sich zu schaffen gemacht hat an diversen Dirndl-Ausschnitten. Ja, aber Oktoberfest ist ja nicht ist das ja wahre Leben. Naja. Ja, Oktoberfest ist doch ich sauf mich in Koma-Zustand. Das ist doch auch am Wochenende im wahren Leben immer wieder mal der Fall. Bei Ihnen vielleicht? Ja, bei mir vielleicht. Wenn man so ein Buch schreibt, muss man sich dann irgendwie wieder entspannen. Absolut. Ist das Ihr erstes literarisches Werk? Mein erstes Buch, ja. Literarisches Werk würde ich jetzt nicht. Ach, würden Sie nicht sagen? Nein, es ist ein Sachbuch, kein literarisches Werk. Insofern. Sind Sie selber auch liiert? Was sage ich jetzt? Sie sind mein großes Vorbild, wie Sie über Ihr Privatleben nicht sprechen. Ach, sehr sprechen. Gut. Das gefällt das mir sehr gut. Also, das wollen Sie gar nicht, das wollen Sie mir gar nicht. Mich kennt zwar noch niemand, aber ja. Ist ja egal. Kommt vielleicht noch. Ja, das ist doch toll. Also zumindest sind Sie eine seriöse Person. Wenn Sie also zu Hause sitzen und sagen, ja, das will ich wissen, wie man am besten Seiten springt, ist das entsprechende Verb dazu? Nein, also unsere Intention ist nicht zu zeigen, wie man es besser verbirgt, sondern eher darauf hinzuweisen, dass Beziehungen nicht schwarz-weiß sind und dass nicht jemand, der einmal fremdgegangen ist, das für immer tun wird und auch nicht jemand, der bislang treu war, das für immer und alle Zeit bleiben wird. Aber wenn jetzt jemand kommt und macht so, kann man als Mann doch gar nicht mehr anders. Oh, unwiderstehlich, ja. Oder? Ja, habe ich mir sagen lassen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit diesem Buch. Danke. Es heißt Seitensprung, Treuetester decken auf von Pamela Obermeier mit der Kollegin Gabriela Hassmann zusammen. Viel Erfolg damit. Morgen bei uns zu Gast Axel Stein und Moritz Bleibtreu, außerdem Comedian Maxi Stettenbauer. Jetzt kommt Two and a Half Men. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Vielen Dank, Frau Obermeier. Dankeschön. Danke. Also ich zeige es nochmal. Schambeinast, hier vorne muss es gewesen sein. Ich habe auch widersprüchliche Meldungen gehört. Beckenring, ja, also mehr hier hinten oder so. Wir wünschen der Kanzlerin jedenfalls alles. Jetzt sieht es okay aus, oder? Alles Gute.